Guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Reuse und Recycling im Sinne der Kreislaufwirtschaft, ein Einblick ins nachhaltigere Bauen mit Beton. Mein Name ist Josef Adler, ich vertrete heute SCA Inform, die Weiterbildungsplattform des SCA, und werde dieses Webinar moderieren. Wie Sie alle wissen, ist Beton ein sehr wichtiger Baustoff und in gewissen Bereichen im Bauwesen unersetzlich. Beton verursacht aber auch viele CO2-Emissionen. Global gesehen verursacht die Zementindustrie rund 7% aller CO2-Emissionen. In der Schweiz verursachte sie 2019 rund 2,6 Millionen Tonnen CO2. Das entspricht circa einem Viertel der direkten CO2-Emissionen aller Gas- und Ölheizungen in der Schweiz. Es ist also sehr wichtig, dass der Baustoff Beton mit Bedacht und möglichst nachhaltig eingesetzt, nicht als Füllmaterial verwendet, sowie die Langlebigkeit des Baustoffs ausgenutzt wird. Der nachhaltigere Einsatz von Beton ist auch Thema dieses Webinars. Dieses Webinar ist Bestandteil einer dreiteiligen Serie und entstand in Kooperation zwischen SCA Inform und Beton Suisse. Bevor wir loslegen, möchte ich Sie noch auf einige Punkte aufmerksam machen. Also die Referate werden aufgezeichnet, die Fragerunde aber nicht. Wenn Sie also nicht in der Aufzeichnung gesehen werden wollen, schalten Sie bitte Ihre Kamera aus. Zum Ablauf: Wir werden die drei Referate auf 15 Minuten ohne Pause abhalten. Fragen können Sie dann zum Schluss des dritten Referats stellen. Sie können aber auch fortlaufend Fragen im Chat stellen. Dann bitte mit Vermerk, an wen der drei Referenten die Frage adressiert ist. Oder Sie heben dann ganz zum Schluss des dritten Referats Ihre virtuelle Hand und stellen sie dann selber. Dann, wenn jetzt momentan noch keine Fragen sind, würde ich direkt an Patrick Suppiger, Geschäftsführer von Beton Suisse, übergeben, der die Referenten vorstellen wird. Ich wünsche Ihnen ein spannendes Webinar. Herzlichen Dank, Josef, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu diesem Webinar. Ich freue mich heute, Ihnen diese drei hochkarätigen Referenten vorstellen zu dürfen. Ein besonderer Dank natürlich auch an den SCA, der dies heute auch ermöglicht hat. Recht herzlichen Dank, Josef, und dein Team. Ich möchte einen Architekten zitieren, der mir mal gesagt hat, man muss Gebäude wach küssen, ihnen eine zweite Lebensdauer geben. Und dies hat mich sehr inspiriert. Das heißt, ich finde, genau ein Hebel, um nachhaltiger Bauen mit Beton zu gewähren, ermöglichen, ist es, die Tragwerke zu wiederverwenden und dem Gebäude ein neues Leben oder ein zweites Leben einzuhauchen. Heute wird Tomasz Ulaga, er ist Bauingenieur und Geschäftsführer von Ulaga Weiss AG, etwas über das Potenzial der Tragwerkserhaltung sprechen. Als zweiten Referenten begrüße ich ganz herzlich Simon Zweidler. Er ist Professor für Baustatik und Mechanik sowie Leiter des Baulabors der FHNW. Er wird am Praxisbeispiel des Parkhauses Liesbüchel in Basel aufzeigen, was das Thema Reuse, also das Wiederverwenden von Tragstrukturen, bedeutet. Aber starten möchte ich gerne mit Stefan Marending. Er ist Architekt und Geschäftsführer von Baumschläger Eberle Architekten. Sie sind gerade aktuell im Bau eines neuen Gebäudes in Schlieren, einem Vorzeigeobjekt für die Kreislaufwirtschaft. Er wird uns aufzeigen, was das CHED 2226 bedeutet und welche Funktion der Beton dort inne hat. Alle Informationen oder weitere Informationen zum Baustoff finden Sie auf unserer Webseite beton2030.ch. Aber ich möchte jetzt wirklich keine Zeit mehr verlieren, sondern wirklich den Referenten die Möglichkeit geben, ihre Projekte, ihre Sichtweisen darzulegen. Stefan Marending, bitte, hier übergebe ich dir gerne das Wort. Ja, guten Tag miteinander. Vielen Dank, Patrick Suppiger, für die Leitung. Ich würde sofort starten. Es ist eine knappe Zeit, 15 Minuten. Wir versuchen uns alle kurz zu fassen. Ich teile meinen Bildschirm und hoffe, dass das klappt.
Patrick, du gibst mir ein Feedback, was man sieht. Es ist perfekt, du kannst starten. Okay. Besten Dank für die Einladung. Ich habe die Einladung bekommen über das Neubauprojekt Chat in Schlieren für die Swiss Prime Site zu referieren. Da gibt es natürlich verschiedenste Aspekte der Nachhaltigkeit des Reuses und auch des Betons. Ich werde versuchen, mich knapp zu halten und aber auch alles, was uns als Architekten an so einem Projekt natürlich interessiert, unter einen Hut zu bringen und Ihnen zu vermitteln. Als erstes möchte ich kurz erläutern, das Projekt heißt 2226 Chat und das bedeutet, 2226 ist ein Energiekonzept, was wir entwickelt haben und seit längerem auch am Bauen sind. Das bedeutet im Wesentlichen, wir versuchen auf die klassische Haustechnik zu verzichten. Also wir bauen keine Heizung in die Häuser, keine Kühlung und keine mechanische Lüftung und trotzdem können wir erreichen, dass wir im Verlauf des Tages und auch im saisonalen Verlauf eines Jahres, Klimajahres, im Innenraum eine Temperatur von 22 bis 26 Grad erreichen bzw. halten können. Daher also der Name 2226. Zu dem gegenständlichen Projekt nun, das ist ein Grundstück in Schlieren, was die Swiss Prime Site erworben hat nach der Erstnutzung. Die Erstnutzung wird bekannt sein. Das ist das ehemalige Areal der NZZ-Druckerei, bekannt, wenn man mit dem Zug von Zürich nach Bern fährt oder Basel. Hat abends immer noch geleuchtet. Seit längerem ist da kein Druckbetrieb mehr und das Areal kann weiterentwickelt werden. Hier kommen wir zum ersten Reuse-Thema, was mich als Architekt allerdings nicht betrifft. Wenn man auf dem Flugbild schaut, es gibt auf der rechten Seite die große Dachaufsicht, ist das NZZ-Druckareal, das ehemalige. Das wurde nicht abgerissen. Bei der Entwicklung dieses Areals hat sich die SBS entschieden, dieses Gebäude stehen zu lassen und einer weiteren Nutzung zuzuführen. Das Gebäude ist heute saniert, umgenutzt und zu 100% wieder bezogen. Es gibt noch eine Landreserve und auch eine Reservekubatur auf dem Areal. Ich bin mir nicht sicher, Patrick, ob meine Präsentation funktioniert. Kannst du mir ein Feedback geben? Ist immer noch Seite 1. Ja, das war nicht die Meinung. Weiß nicht, sonst beende doch bitte nochmal den Präsentationsmodus und teile uns den Bildschirm nochmal. Ja, jetzt funktioniert es. Genau. Gut, ich habe da tatsächlich ein kleines Problem. Bin auf der Dachaufsicht. Ja. Ich muss das zweiteilig steuern. Okay, also macht nichts. Wir sehen die Dachaufsicht. Ich habe darüber gesprochen. Wir haben auf der linken Seite eine kleine Landreserve. Und dort ist auch die Entscheidung gefallen, dass die SBS einen Neubau platzieren möchte. Dafür hat man natürlich ein ähnlich in irgendeiner Weise ein nachhaltiges Konzept gesucht
Und wir haben gemeinsam dann dieses Haus entwickelt nach unserem Energiekonzept 2226. So. Wir sehen jetzt eigentlich den Endzustand des Gesamtareales. Auf der rechten Seite das sanierte NZZ-Druckereigebäude und auf der linken Seite der Neubau, der jetzt gerade in Entstehung ist, das Erdgeschoss davon. Das 2226 Energiekonzept basiert im Wesentlichen auf drei Säulen. Es lebt von der Gebäudestruktur, also von der physischen Präsenz des Hauses. Es lebt von der Gebäudehülle. Da geht es um die Hülle an sich, um die bauphysikalischen Kenndaten, um die Bauphysik an sich. Es geht um Tageslicht und auch natürlich um die Frischluft. Die dritte Säule ist im Wesentlichen die Gebäudeautomation. Wir sagen dem Operating System. Wenn wir uns auf die Gebäudestruktur konzentrieren, da geht es bei unserem Gebäudekonzept im Wesentlichen darum, dass wir von der Massivität der Gebäudestruktur einen Nutzen ziehen. Wir nutzen die solide Gebäudestruktur als Wärmespeicher, als Speicher an sich, sowohl als saisonalen Speicher wie auch als Speicher im Tagesverlauf. Wir können darin gewisse Energien, wie gesagt, einspeichern. Im Sommer ist das eher kühle Energie, die wir dann auch zur Kühlung des Gebäudes verwenden können. Im Winter ist es natürlich Wärme, die wir durch die Nutzung der Gebäude, durch das Licht, durch die Geräte und die Menschen einspeichern können. Das Weitere natürlich an der Gebäudestruktur ist die Gebäudehülle in dem Sinn als Masse, dass wir sie natürlich mit einem tiefen U-Wert herstellen, aber auch, dass wir eine träge Gebäudehülle herstellen wollen. Das heißt, wir können den Innenraum von den Temperaturschwankungen, sei das saisonal, aber auch im Tagesverlauf, entkoppeln. Wir sehen hier einen klassischen Fassadenschnitt und auf der linken Seite einen Detailschnitt durch ein Fensterbrüstungsteil. Wichtig ist bei dem Gebäudekonzept, dass wir die Speichermassen, also in dem Fall die Betondecke, aber auch die Außenwände freilegen. Das heißt, freilegen, dass sie können mit der Raumluft im Austausch sein. So nur können wir die Energie auch tatsächlich nutzen, die uns in der Speichermasse zur Verfügung steht und die in die Innenraumtemperatur umsetzen. Wir haben außen einen zweischichtigen Ziegelaufbau. Der innere Ziegel ist ein dichter Ziegel, der zum einen eine tragende Funktion hat und zum anderen natürlich auch eine speichernde Funktion. Der äußere Ziegel ist ein hochporöser Dämmziegel, der uns den guten U-Wert der Gebäudehülle sicherstellt. Insgesamt eine sehr träge Außenwand und eine sehr träge Konstruktion. In diesem Fall sind wir besonders froh und auch dankbar, dass wir natürlich, die Themen sind angesprochen worden, Fußabdruck, CO2, Ausstoß und so weiter, dass wir, wenn wir auf ein massives Gebäude mehr oder weniger angewiesen sind, dass wir hier mit einem Zirkulitbeton arbeiten können bei den Stahlbetondecken. Das hilft uns natürlich, die Gesamtbilanz beim Einsatz von dem Beton zu verbessern. Wenn man die drei wichtigsten Materialien der Gebäudestruktur anschaut, dann sind das zwei verschiedene Ziegel in der Außenwand. Das ist ein Foto von einer anderen 2226 Baustelle und im Wesentlichen diese Zirkulitbeton. Gebäudestruktur hat für Architekten natürlich noch eine ganz andere Funktion. Um Gebäude, wie der Patrick Suppiger es beim Eingangs gesagt hat, nachhaltig zu gestalten im Sinne davon, dass sie lange leben können, dass sie eine hohe Akzeptanz haben, nicht nur ästhetisch, sondern auch funktionstechnisch, müssen wir Gebäude entwickeln, die eine hohe Nutzungsflexibilität haben,
die verschiedenen Nutzungen aufnehmen können und es auch ermöglichen, wenn eine Nutzung obsolet geworden ist, ein Mieter auszieht, eine neue Nutzung aufnehmen zu können. Das hängt mit der Struktur zusammen, es hängt aber auch mit der Nutzflächenverteilung zusammen. Im Chat hat man sich dafür entschieden, dass man die ersten zwei Geschosse, wir sehen hier das Erdgeschoss, mit großflächigen zusammenhängenden Nutzflächen bestückt. Das heißt, es kann hier auch eine Produktion oder eine industrielle Nutzung oder eine postindustrielle Nutzung aufgenommen werden. Es können Laborräume aufgenommen werden. Also man hat hier in den ersten zwei Geschossen ein hohes Potenzial für verschiedene Nutzungen. In den oberen Geschossen ist im Wesentlichen Büro-Arbeitsplatznutzung vorgesehen. Deswegen löst sich das Gebäude nach oben auf. Wir sehen hier ein mittleres Geschoss, das anfängt zu mäandrieren, Innenhöfe bilden. Innenhöfe sind natürlich in diesem Fall begrünt, um auch das Mikroklima positiv zu beeinflussen. Und wenn man jetzt quasi um diese Fassade herumfährt, dem Mäander folgt, dann sieht man, dass wir sehr viel Tageslicht an die Arbeitsplätze heranbekommen. Also wir haben eine sehr große Fassadenabwicklung und wir können eine sehr große Abwicklung mit Arbeitsplätzen befüllen. Wenn wir noch ein Geschoss weitergehen, die zwei oberen Geschosse lösen sich dann in eine Art Single-Tenant-Nutzung auf und auch hier sieht man die Flexibilität der möglichen Nutzungen. Also insgesamt wichtig, nutzungsflexible Grundrisse zu entwickeln, die natürlich ihre spezifischen Qualitäten letztlich auch aufweisen. Es ist wichtig, dass wir mehrere Nutzungszyklen in einem Gebäude uns denken können, dass wenn Nutzungen verschwinden, wir gehen immer davon aus, dass eine Nutzung mehr oder weniger eine Generation überlebt. Das sind rund durchschnittlich 20 Jahre. Wenn natürlich ein Gebäude in seiner Funktion nach 20 Jahren obsolet geworden ist, dann haben wir ökologisch und natürlich auch ökonomisch keine gute Arbeit geleistet. Deswegen sind wir der Meinung, nachhaltige Gebäudestruktur ist nutzungsneutral bzw. nutzungsflexibel. Zur Gebäudehülle. Wichtig dabei geht es um Tageslicht und um Frischluft und um Bauphysik. Ich gehe gleich eine Folie weiter, damit wir da mit der Zeit doch durchkommen. Man sieht jetzt hier vielleicht erstaunlicherweise für ein modernes Gebäude relativ wenig Fenster oder kleine Fenster, relativ wenig Glasanteil. Bei unseren bauphysikalischen Berechnungen gehen wir davon aus, dass wir einen Glasanteil von 16% der belichteten dahinterliegenden Nutzfläche als Mittelwert mal ansetzen. Hat natürlich jetzt in dem Gebäude ein bisschen mehr Glasfläche zufolge als in einem Gebäude, was geringere Raumtiefen hat. Man sieht auch auf dem Bild hier, neben den Glasflächen gibt es opake Flügel, also opake Elemente, das sind die Lüftungsflügel. Das sind die wir öffnen können, um auch das Gebäude zu belüften. Was man auch erkennt, tiefe Laibungen, wir setzen die Fenster innen an der Konstruktion an und generieren damit eigentlich schon einen Sonnenschutz, eine Eigenverschattung. Nochmal auf dem nächsten Bild, wenn man den Fassadenschnitt anschaut, nochmal die Fenster liegen hoch, sie sind hochformatig, sie liegen unter der Decke, das generiert einen optimalen Tageslichteinfall auch in die Raumtiefen, der wird über die helle Decke in die Tiefe gezogen. Die Fenster sind hoch, damit auch wenn die Lüftungsflügel aufgehen, damit wir einen hochliegenden Lüftungsflügel haben, der jeder für sich eine eigene Konvektion erzeugt und eine sehr effiziente natürliche Belüftung ermöglicht. Die tiefen Laibungen, man sieht das im Schnitt vielleicht kurz, haben eine Eigenverschattung zur Folge. Wir schaffen es bei diesen Häusern auf einen weiteren mechanisch betriebenen Sonnenschutz zu verzichten. Das hat natürlich einen weiteren Vorteil zur Folge. Im Sommer oder wenn es sonnige Tage hat, wird kein Sonnenschutz heruntergefahren. Sonnenschutz runterfahren bedingt meistens auch, dass innen schon wieder zu dunkel ist, dass wir Kunstlicht ansetzen müssen und dann haben wir schon wieder eine Last von Lichtabwärme, die wir eigentlich im Sommer
in den Häusern gar nicht haben wollen. Somit haben wir diesen Kreislauf durchbrochen. Hier sieht man ein leeres Gebäude, 2226, nicht mit so einer großen Raumtiefe wie im Chat, aber man sieht eigentlich die Lichtdurchflutung auch mit diesen 16% Glasanteil bezogen auf die Nutzfläche. Das letzte Thema, ich will da nicht vertieft darauf eingehen, das ist natürlich jetzt die Gebäudeautomation. Wir steuern das Gebäude anhand von mehreren Daten, die wir sammeln. Das ist Raumtemperatur, CO2-Konzentration und auch Luftfeuchtigkeit. Und steuern können wir im Wesentlichen dann die Lüftungsklappen. Wir sehen es hier in einem Fassadenwagschnitt durch ein Fenster. Die Lüftungsklappe ist das Element, was automatisiert ist und für die Frischluft sorgt, für den CO2-Ausgleich sorgt. Und auch natürlich für die Temperaturregulierung insbesondere. Das beste Beispiel dafür ist, dass wenn wir im Sommer Nacht auskühlen wollen, muss niemand dafür aufstehen oder anwesend sein, sondern unsere Gebäudeautomation erkennt die Werte, die eine Nachtauskühlung ermöglichen und steuert diese Klappen automatisch an. Jetzt noch ganz kurz diesen Exkurs auf die Vorteile eines nachhaltigen Gebäudes insgesamt und auf die Vorteile eines energetisch nachhaltigen Gebäudes. Wenn wir diese Grafik anschauen, der Lebenszykluskosten, fällt uns auf, dass der Bau eines Gebäudes 15% der Lebenszykluskosten ausmacht und die Nutzung 80%. Die Grafik mag nicht für jedes Gebäude stimmen, auch nicht für jeden Gebäude Typologie. Aber wenn wir das als Grundlage mal herannehmen, dann sehen wir, je länger das ein Gebäude steht, seine Substanz verwendet werden kann, vielleicht auch wiederverwendet werden kann, desto geringer ist natürlich der Anteil des Baus an diesen ganzen Kosten von einem Gebäude. Wenn es uns weiter gelingt, den Anteil Nutzung, der ist hier grün mit 80%, zu reduzieren, dann setzen wir an einem der größten Hebel an, den wir haben. Da geht es im Wesentlichen um Energieverbrauch, um Wärmequellen, also Wärme, die wir nicht eingeben müssen beim 2226 oder die wir weniger eingeben müssen, reduziert natürlich den Ressourcenverbrauch. Was wir auch nicht einbringen bei unseren Gebäuden, ist Haustechnik im klassischen Sinn und auch diesen Verbrauch an Ressourcen, den wir für die Haustechnik benötigen, den können wir einsparen. Alles in allem, kurz gesagt, haben wir gerechnet, gegenüber einem Standardgebäude gelingt es uns, den Gesamtenergieverbrauch um 67%, also um 2/3 zu vermindern. Und das ist eine gute Nachricht in Bezug auf die Nutzung, denn jede Energie, die wir nicht verbrauchen, die müssen wir nicht kaufen. Da haben wir einen ökonomischen Vorteil und jede Energie, die wir nicht verbrauchen, die müssen wir nicht produzieren und da haben wir natürlich den ökologischen Vorteil. Damit möchte ich meine gut 15 Minuten schließen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Stefan, für deine Ausführungen zum Chat. Ganz kurz, Kreislaufwirtschaft im Chat 2226. Wie du gesagt hast, beim Neubau Flexibilität ist ein Thema, dass man sich das auch für zukünftige Strukturen oder Nutzungen im Auge behält. Die Masse nutzen als Speicher, hier explizit noch das Recyclingbeton zum Einsatz gekommen ist mit gespeichertem CO2, also mit dieser neuartigen Technologie, was dazu führt, dass man eben keine klassische Haustechnik braucht. Jetzt gehen wir vom Neubau zum Reuse-Thema. Gebäude wachküssen, bestehende Tragstrukturen nützen, das Potenzial der Tragwerkserhaltung. Thomas Ulaga, gern würde ich dir das Wort soweit übergeben. Sehr gerne. Vielen Dank. Ganz kurze Frage, hört man mich? Ja. Das scheint der Fall zu sein. Und sieht man meine Präsentation? Das scheint auch der Fall zu sein. Dann vielen Dank. Okay. Ja. Wie sieht es aus mit dem Potenzial der Tragwerkserhaltung? Die Tragwerkserhaltung, das ist ja eigentlich quasi Reuse im großen Maßstab. Ich habe mir dazu Gedanken gemacht und
die Basis dazu, das ist so unsere Erfahrungswelt mit dem Umbau. Und ich habe da mal so eine Zusammenstellung gemacht der Projekte, die wir in den vergangenen Jahren abgewickelt haben oder an denen wir jetzt gerade dran sind. Und die Feststellung ist immer die, wenn wir ein Umbauprojekt auf dem Tisch haben, das ist immer irgendwie sehr anspruchsvoll, immer sehr schwierig. Und dann muss es auch gewisse Gemeinsamkeiten geben, das ist wohl so. Und wenn ich aber die Projekte vergleiche, dann stelle ich fest, die sind doch sehr, sehr unterschiedlich. Also das Offensichtliche daran, das ist nicht einfach so zu erkennen. Und trotzdem glaube ich, dass sich gewisse Muster erkennen lassen. Und da möchte ich jetzt in die Abhandlung einsteigen. Meine Überlegungen, die sind nicht auf ein bestimmtes Projekt bezogen, sondern die sollen allgemein bleiben. Und trotzdem zur Erklärung von dem, was ich meine, habe ich da ein Objekt beigezogen. Da sind wir im Moment gerade dran. Es ist bereits im Vorfeld der Veranstaltung erkannt worden. Es ist ein kleines Hochhaus in Muttenz. Das ist das ehemalige Hochhaus der Fachhochschule Nordwestschweiz. Und das ist eingebettet in ein Großprojekt, in das Berufsbildungszentrum Muttenz. Das gibt eine große Schulanlage. Und dieses Objekt hier, das da eben eingebettet ist, das soll erhalten werden. Und das dient jetzt hier einfach als Beispiel für die Überlegungen. Jetzt, wenn man an ein solches Objekt herangeht, dann das Erste, das man vielleicht anschaut, ist, wie sieht es denn aus mit den Eigenschaften? Welches sind die Bestandesbaueigenschaften, die ich kennen muss, um zu entscheiden, wie ich mit dem Haus verfahren will? Da die Auslegeordnung dazu. Die erste Eigenschaft, das ist vielleicht die Räume. Also wie sieht es aus mit den Räumen? Was geben die her? Das Zweite, das ist die Performance. Mit Performance meine ich einfach die technische Leistungsfähigkeit. Was kann das Haus? Dann drittens, ich werde mir sicher Überlegungen machen zu den Kosten und irgendwo auch zur Nachhaltigkeit. Und die sind jetzt einfach da durchnummeriert, 1 bis 4. Das soll nicht heißen, dass das Prioritäten sind, aber einfach einmal, um dem Nummern zu geben. Und jetzt zu diesen Eigenschaften, da mache ich schnelle Einschätzungen. Wie sieht es aus bei diesem Haus? Die Räume, so wenn man da so die Grundrisse anschaut und so, passend für Neunutzung, das funktioniert. Performance, es handelt sich dabei um ein Haus in Stahlbetonbauweise aus den 60er Jahren, aber sehr robust konstruiert und auch sehr kontrolliert konstruiert, also eine robuste Betonstruktur, funktioniert auch. Die Kosten, da ist die schnelle Überlegung die, Rohbauerhaltung heißt ja eigentlich, da bleibt etwas erhalten, was ich weiter nutze. Das heißt, Kosteneinsparung, ganz klar. Und Nachhaltigkeit, das Gleiche. Wenn ich etwas erhalte, das nicht ersetzt werden muss, dann ist das irgendwie CO2-optimiert im weitesten Sinn. So, das sind die schnellen Einschätzungen. Wenn ich aber da weitergehen will, im Detail und genauer nachfrage, dann wird es kompliziert. Und auf das Komplizierte muss man sich aber irgendwie einlassen. Deshalb jetzt nochmal der Reihe nach, wie sieht es jetzt genau aus mit diesen einzelnen Eigenschaften? Die Detailbetrachtung der Räume, da geht es um ganz vieles. Da geht es um die Räume im Grundriss, es geht um die Erschließung für Personen, für Technik, wo sind die Liftschächte, die Fluchtwege, Raumhöhen, in welche Richtung schaut der Eingang, wie sieht es aus mit der Umgebung, habe ich da Lärmexposition, woher kommt die Sonne, wie trenne ich die Räume schalltechnisch, brauche ich einen Schutzraum, hat es einen Schutzraum und so weiter. All das Funktionelle, das halt das Gebäude bringen muss für die künftige Nutzung. Und da sind natürlich nicht wir die Spezialisten dafür, sondern die Architekten. Und deshalb höre ich auch an der Stelle auf damit und erkläre nichts weiter dazu. Gehen wir zur Performance. Das ist eben das Technische, wo wir uns eher wohlfühlen.
Eine ganz allgemeine Frage, die man stellen kann am Anfang, ist so, was kann das Tragwerk? Sehr allgemein gehalten. Und der Bauingenieur gibt Auskunft. Und die Frage, die ist eben nicht zu unterschätzen vom Stellenwert her, denn ich kann sie beantworten. Das, wofür es gebaut wurde. Und wenn man einmal an dem Punkt startet, dass man sich bewusst ist dafür, für welchen Zweck ein Gebäude gebaut wurde, und man in die Richtung weiter überlegt für die neue Nutzung, dann ist man schon einmal gut unterwegs. Weil meistens korreliert das in alle Richtungen immer weiter. Das Haus wird immer das können, wofür es gebaut wurde. Und zwar, es wurde nicht heute gebaut, sondern eben in den 60er Jahren nach damaliger Norm und nach damaliger Anforderung. Dann werden aber die Fragen konkreter. Und wie sieht es jetzt aber genau aus mit der Erdbebensicherheit? Wie verhält sich es mit den Deckentraglasten? Was ist der Feuerwiderstand? Wie sieht es aus mit Aufstockbarkeit? Da blüht der Bauingenieur auf. Da beschäftigen uns wir mit der alten Dokumentation. Wir haben im Idealfall haben wir die alten Pläne zur Verfügung. Wir haben alte statische Berechnungen. Wir können ergänzende Berechnungen dazu anstellen. Wir können Heißbemessungen machen. Wir können Erdbebenmodelle uns überlegen und da die Widerstände ermitteln. Ganz vieles. Das ist so ein wenig unsere Welt. Und wir kommen dann zu Ergebnissen. Wir können sagen, welches der Erfüllungsfaktor ist für die Erdbebentragsicherheit. Wir können die Auflasten bestimmen, die Nutzlasten. Wir können vielleicht sagen, dass das Tragwerk R60 erfüllt. Und wir können für die Aufstockbarkeit sagen, dass die Stützen bereits kritisch sind. Alle solche Aussagen sind möglich. Das ist so das Ergebnis von dem, was wir produzieren. Wichtige Grundlagen. Und dann stellt sich vielleicht noch die Frage nach alters- und nutzungsbedingten Schäden. Wie kommt es denn daher? Dafür macht man vielleicht Stichprobenaufnahmen und stellt dann fest, dass die Stichproben keine Auffälligkeiten zeigen. Das heißt, irgendwie kommt das gut daher. So, und jetzt weiß ich mehr über das Haus. Ich weiß jetzt einiges über das, was es kann. Und jetzt, woher kommt jetzt diese Zusammenstellung, das, was ich jetzt da blau noch einmal umrahmt habe, das, was ich alles unter Performance zusammenfasse? Ich behaupte, da spielt die Musik. Also das sind die Grundlagen, die letztendlich machen, dass ein Umbau sehr kontrolliert und einfach und gerade gelingt oder dass es eben schwierig wird, wenn ich die Kenntnisse zu diesen Fragen nicht habe. Und da gibt es jetzt zwei mögliche Szenarien dazu. Wenn ich, so wie jetzt da in dieser grünen Box zusammengefasst, eine gute Objektdokumentation habe und ich habe einen guten Zugang zu den Bauteilen, dann gelingt mir eine sehr gute Beurteilung all dieser Fragen da. Also da so in der linken Spalte, da sage ich, uns gelingt eine gute Beurteilung. Und der Aufwand für all das, das ist das, was ich vorhin so kurz durchgegangen bin, das ist da so 10 Wochen Arbeit für eine Person. Das führt so zu diesen Ergebnissen in dem Tiefgang, wie man sie braucht. Und immer wichtig da in der obersten grauen Zeile, das Graue da, die schnelle Beurteilung, die gut gelingt, was kann das Tragwerk, das, wofür es gebaut wurde, die ist nach wie vor gültig. Aufwand 1 Minute, sagt aber sehr viel aus. So, und wenn mir das so gelingt, dann kann ich die Performance ausnutzen. Das heißt, ich kann das weiter nutzen und umbauen auf intensive Weise und das Potenzial ausschöpfen. Wenn ich jetzt aber anderswo bin, was jetzt aber auf dieses Objekt nicht zutrifft, aber doch oft sonst, wenn ich jetzt eine Objektdokumentation habe, die schlecht ist und der Zugang zu den Bauteilen ist auch schlecht, dann weiß ich eigentlich nichts über das Haus. Und dann gelingt mir auch keine sinnvolle Beurteilung all dieser Fragen, dieser technischen Fragen, die sich da gestellt haben und die wichtig sind. Was nach wie vor gut gelingt, ist die Grundsatzfrage, was kann das Tragwerk? Immer noch
dafür, das, wofür es gebaut wurde. Aufwand für diese Aussage, eine Minute weniger. Und Aufwand für die Beurteilung dieser tiefgehenden Fragen, das ist einfach dann völlig offen. Also die 99 Wochen sind nur eine symbolische Zahl natürlich, aber es sagt einfach, da können wir planen, solange wir wollen. Wir kommen nicht zu einem Ergebnis, das befriedigend ist. Was bleibt übrig? Was geht? Wo liegt die Verantwortung, das Risiko und welches Vorgehen streben wir an? So, das sind die zwei Szenarien, die denkbar sind in einem allgemeinen Fall. Jetzt, wenn man einmal so bei diesem Sachverhalt angekommen ist, dann haben wir vielleicht das Bedürfnis, noch das irgendwie in Diagrammform darzustellen. Ich habe jetzt da auf der X-Achse habe ich dargestellt die Qualität der Objektdokumentation und des Bauteilzugangs, links gut, rechts schlecht, und auf der Y-Achse die Intensität von Umbau und Nutzung, also oben hoch, unten gering. Und das muss jetzt irgendwie so ein Diagramm da geben, ist klar. Grün ist unproblematisch, orange braucht eine gewisse Aufmerksamkeit und rot ist vielleicht irgendwie gefährlich. Und in all diesen Quadranten da, für alle Quadranten gibt es Beispiele. Wenn wir uns jetzt so einen Umbau da überlegen, man kennt das auch, Toni-Areal. Wenn ich ein 40 Meter hohes Haus habe und ich stelle noch einmal ein 40 Meter hohes Haus obendrauf, dann geht das nur dann, dann ist die Nutzung dafür ist intensiv, das ist klar, der Umbau ist intensiv. Super gut natürlich, aber das geht nur dann, wenn die Objektdokumentation von dem, was darunter steht, sehr, sehr gut ist und wenn man sich noch sehr intensiv damit auseinandersetzt. Im grünen Quadranten ist klar, da, wenn ich nur eine Pinselsanierung mache, dann ist es eigentlich egal, welche Objektdokumentation ich habe, gut oder schlecht, aber das ist so das Unproblematische, da muss ich nicht genau hinschauen, brauche ich vielleicht auch gar keine Baubewilligung. Und dann habe ich noch sehr viele Objekte da in diesem Quadranten unten rechts. Da ist die Objektdokumentation schlecht, man hat nicht viel, aber man ist auch defensiv mit den Umbauten. Defensiv und sehr aufmerksam dort, wo man dann etwas macht. Im Sondierverfahren, das heißt immer stetig schauen, was ich anfasse und auf Überraschungen gefasst sein. Und im roten Quadranten, auch die gibt es. Und die fliegen manchmal auf, manchmal fliegen sie nicht auf. Wir hatten schon in zweiter Hand solche Projekte, die dann gerettet werden mussten, wo man ohne viel Kenntnisse zum Bestandesobjekt rangeht und abenteuerlich umbaut. Ich bin überzeugt, es gibt solche, die werden fertiggestellt und man weiß nicht genau, wie sie sich verhalten. Glück gehabt. Und es gibt solche, wo es dann eben schief geht. Beides ist denkbar. Und jetzt, aber eigentlich will man die Roten nicht haben. Aus dem roten Quadranten wollen wir raus. Flucht aus Rot, Flucht aus Rot. Die Flucht aus Rot ist eben gar nicht so einfach, wenn einmal so ein Gedanke für einen Umbau festgefahren ist. Warum nicht? Wenn ich zum Schluss komme, um das zu bekommen, was gewünscht ist, aber viel zu wenige Kenntnisse habe zum Objekt, dann bräuchte ich intensive Sondierungen. Und die intensiven, die sind meist so intensiv, dass sie eigentlich fast unrealistisch sind. Ich müsste das Tragwerk halb wegspitzen oder sehr intensiv scannen. Oft ist es auch nicht zugänglich. Sehr, sehr schwierig. Also das ist etwas, und das ist natürlich ein Aufwand, der muss finanziert werden. Finanzieren muss es die Bauherrschaft. Aber so, also die Bewegung nach links ist nicht ganz ohne weiteres möglich. Und die Bewegung nach unten ist auch schwierig. Da müsste ich die Umbauintensität reduzieren. Und da wehrt sich vielleicht auch die Bauherrschaft dagegen. Die haben ja gewisse Ziele, was sie erreichen möchten. Und auch andere Fachplaner haben natürlich ihre Zwänge, wo sie sich drin bewegen. Wenn der Bauphysiker sagt, dass er einfach für die Trittschallbewältigung schwere Beläge drin braucht, und wir können aber nicht beurteilen, ob die schweren Beläge getragen werden können von den Decken, die wir nicht kennen, dann haben wir grundsätzlich einen Konflikt. Aber am Schluss ist es so, aus dem roten Sektor muss man raus. Und
das Verweilen in diesem Sektor, das kann nicht der Bauingenieur alleine lösen, sondern das muss irgendwie gemeinsam gelöst werden. Es betrifft viel, es betrifft immer alle Beteiligten. So, ich verlasse jetzt die Frage der Performance und gehe zum nächsten Punkt, das, was ich auch noch aufgeführt habe, Kosten und Nachhaltigkeit. Wie sieht es denn da aus? Das muss ich auch noch irgendwie mit berücksichtigen. Ich bleibe da aber sehr oberflächlich. Bei den Kosten ist es so, ich kann mir relativ schnell überlegen, einfach aus Erfahrungskennwerten, die mir bekannt sind, was so ein Neubau da kosten würde, über irgendwelche Kubikmeterzahlen oder so. Ich komme dann vielleicht auf 50 Millionen Franken. Und aus Erfahrung wiederum weiß ich, bei einem Hochbau, bei einem typischen Hochbau, liegen die Rohbaukosten bei ungefähr 15%. So, und jetzt kann ich ganz einfache Überlegungen anstellen. Wenn ich den Rohbau erhalte und alles andere nicht, dann habe ich 7,5 Millionen Franken gerettet. So viel kostet es weniger. Wenn ich andere Bestandteile auch erhalten kann, dann geht es dementsprechend weiter in die große Kostenposition rein. Und wenn ich den Rohbau noch einmal zwar erhalte, aber ich muss ihn vollflächig ertüchtigen, weil er einfach nicht den neuen Anforderungen genügt, dann habe ich zwar einen Wert erhalten, muss ihn aber dann noch irgendwie mit Kosten behandeln und das ist dann schnell auch nicht wenig. Also das zur Kostenfrage, so auf einfache Weise. Und bei den Nachhaltigkeitskernwerten, da ist dann so richtig anspruchsvoll. Vielleicht auch deshalb, weil noch neu. Und da muss ich auch sagen, auch für mich noch sehr neu. Ich denke, ich weiß einiges darüber, aber so einfach ist es dann nicht. Das ist dann abhängig von ganz vielem beim Neubau. Das Heizsystem, thermische Hülle, Baustoffarten, Baustoffmenge, Dauerhaftigkeit, Nutzfläche. Es hört irgendwo nicht auf. Und ich glaube, die schnellen Überlegungen sind gemacht. Wie gut sie sind, weiß ich nicht. Und die seriöse Behandlung dieser Frage lässt sich wahrscheinlich nur behandeln, wenn man Varianten hinreichend vertieft ausarbeitet und die dann miteinander vergleicht. Es braucht fertige Varianten, die vergleichbar aufbereitet sind. So viel jetzt einmal zu all dem, was ich irgendwie systematisch in den Griff bekommen konnte. Jetzt gibt es aber natürlich noch weitere Kriterien. Denkmalschutz. Wenn ich Denkmalschutz habe, dann kann plötzlich alles wieder ganz anders sein, weil ein Kriterium dominiert. Baurechtliche Überlegungen, die kommen natürlich auch ins Spiel. Wenn ich früher eine Nutzungsziffer realisieren konnte, die heute nicht mehr möglich wäre, dann überlegt der Bauherr ganz anders in der Erhaltungsfrage. Und wenn ich einen Zustand habe, der sehr schwierig ist, der auch wieder eine vollständige Behandlung braucht, dann ist es auch wiederum ganz anders. Also die Frage ist dann, was dominiert? Ich habe all das große Systematische von vorhin und an das Kleine hier, das aber dann plötzlich groß werden kann. Das kann das Ganze auf den Kopf stellen. Immer bezüglich, will ich erhalten oder will ich neu bauen? So, und jetzt nach vielem Hin und Her vielleicht zu einigen Folgerungen, die ich da so rausziehe. Ich denke, Umbau ist eine wichtige Option. Und zwar gerade bei diszipliniert strukturierten Betonbauten, so wie das, was wir vorhin gesehen haben. Das ist einfach, das ist eine sehr vielseitige Struktur, die vielseitig verwendet werden kann. Und da ist Erhaltung sicher ein Thema, das sehr weit vorne steht. Und ich bin überzeugt davon, die Bestandesbaueigenschaften, die sind maßgebend. Das Risiko der schnellen Einschätzung alleine, das führt, glaube ich, schnell dazu, dass einem der Zeithorizont aus dem Ruder läuft, weil man merkt, dass alles doch nicht so klar ist, wie man es am Anfang dachte. Die Kosten, die können explodieren. Die Nachhaltigkeit, die schnelle Nachhaltigkeitsüberlegung, die kann sich auch als falsch entpuppen. Also einfach in jedem Fall ist nicht unbedingt erhalten die richtige Lösung. Aber in vielen vielleicht schon. Und das Ganze mündet dann nicht nur in technischen und finanziellen Problemen, sondern auch in emotionalen Problemen. Auch das kennen wir aus der Dynamik in Planungsteams. Für die Herangehensweise
würde ich sagen, es braucht vielleicht, bevor man einsteigt in ein Vorprojekt, eine Vorstudie mit einem harten Faktencheck. Wir Varianten vergleichen. Es braucht die Varianten, die man sich überlegt hat und die man objektiv irgendwie nebeneinander stellen kann. Und ein Teilziel der Vollstudie soll sein, die Findung einer performancegerechten Projektvariante, die eben macht, dass man den roten Quadranten meidet und sonst irgendwo ist mit seinem Projekt. Und so, das sind meine Folgerungen. Und die Begründung für diese Folgerungen, das ist eben so wieder zurück zu den Projekten, die wir abgewickelt haben, die Freuden und Leiden aus den Erfahrungen. Es gibt sie, und zwar beides. Damit bin ich am Ende und übergebe dann weiter zum nächsten Referenten. Ja, herzlichen Dank, Thomas Schulaga. Vielen Dank für die Ausführung. Ein Wort oder ein kurzer Satz ist, oder was ich mitgenommen habe, jedes Projekt ist anders, jedes Projekt muss detailliert angeschaut werden. Die Strukturen, eben die Betonstrukturen, geben Potenzial zur Erhaltung. Und was jetzt das genau bedeutet, an einem expliziten Beispiel am Parkhaus Liestbüchel. Ich möchte nicht Zeit verlieren. Simon Zweidler, was erzählen Sie uns doch bitte etwas über das aktuelle Projekt, das Sie betreuen? Genau. Ich möchte Sie auch recht herzlich begrüßen. Ich hoffe, dass Sie Bild und Ton von mir haben. Zweite Folie ist da eigentlich schon bereit. Ich kann da eigentlich gerade anknüpfen an das, was Thomas Ugelaga gesagt hat. In der Matrix würden wir uns da dort befinden, eigentlich grün-orange, weil grün aus dem Grund, weil die Dokumentation von diesem Objekt eigentlich inzwischen sehr gut ist. Und orange aber eigentlich, weil wir die Nutzung eben noch nicht wissen. Die kann eben verschiedentlich sein und das möchte ich jetzt am Beispiel da zeigen. Es handelt sich um ein Parkhaus, ehemals Coop. Das wurde für Lastwagen gebraucht, hat 9000 Quadratmeter Parkfläche. Sie sehen im linken Bild sehen Sie Situationsplan, wo sich das befindet. Und rechts haben Sie die Außenansicht. Das ist von Stahlton eigentlich im Elementbauweise gefertigt worden. Eigentlich wirklich eine geniale Konstruktion. Sie sehen einerseits mal die Stützen, die Konsolen aufweisen, wo nachher Hauptträger versetzt worden sind. Das sehen Sie hier, wo nachher drauf eben diese Rippenplatten als einfache Balken versetzt worden sind, wo nachher aber ein Überbeton eingebracht worden ist, der eben eine Durchlaufträgerwirkung erzielen kann. Also Sie sehen hier auch eine leichte Wutung. Das sehen Sie auch hier, wo nachher eben in Richtung der Rippenplatten eine Durchlaufträgerwirkung erzielt worden ist und quer dazu eine Plattenwirkung. Jetzt ist es so, dass Schnetzer-Puskas, das Ingenieurbüro, eigentlich für ein zweites Bauwerk für die PVB das in Betracht gezogen hat, dass man diese Rippenplatten eigentlich da dort weiterverwenden könnte, also man das hier die ausbaut und dort eigentlich weiterverwendet. Das Areal gehört inzwischen der Immobilienstadt Basel, die hat das zurückgekauft und es ist eigentlich angedacht, dass man da Wohnraum schafft in diesem Bereich. Und vor Jahren hätte man das sicher eventuell noch sehr wahrscheinlich konventionell zurückgebaut. Jetzt mit der ganzen CO2-Problematik hat man das eben in Betracht gezogen, das eigentlich eben strukturiert zurückzubauen. Also das heißt, diese Rippenplatten ist jetzt eben angedacht, dass man die rausschneidet und nachher eben einer anderen Weiterverwendung oder jetzt mit dem Modewort Reuse eben nachher irgendwo anders einsetzt. Das Ingenieurbüro Schnetzer-Puskas hat dann einen Vorbericht gemacht und hat eigentlich gesagt, eigentlich müsste eigentlich die Qualität im Gesamten bezüglich jetzt der Tragfähigkeit in Ordnung sein, bis auf die Querkraft-Tragfähigkeit. Und man hat dann entschieden oder vorgeschlagen, Immobilienstadt Basel, dass man irgendwie das bei uns prüft. Wir haben dann diese geschnitten, also drei Elemente als Prüfkörper, geschnitten. Sie sehen das da in dem Bereich, hat das nachher mit einem Kran
rausgenommen, habe die nachher da so verladen und letztendlich sind sie bei uns im Baulabor an der Fachhochschule Muttenz im neuen Campus eben angekommen. Da sehen Sie das, den Prüfkörper 3, den Sie dann immer wieder sehen, sehen Sie schon im Prüfstand eingebaut. Bezüglich Abmessungen, die sind, Sie haben im unteren Bild haben Sie den Längsschnitt, sind 6,80 Meter lang. Dann haben Sie da im Querschnitt eben diese beiden Rippen. Man muss dazu sagen, dass die von Stahlton im Spannbett vorgefertigt worden sind. Sie sehen auch hier eigentlich sehr schön die Schablone mit den 11 Spanndrähten, Durchmesser 6 mm, sowie auch die Bügelbewehrung, die da eingelegt ist. Dunkelgrün dargestellt ist eben das vorgefertigte Element. Und nachher, was natürlich jetzt auch mitgekommen ist, ist der Rüberbett oder ist hier in hellgrün dargestellt. Und da hat man eigentlich sehr schön, eben wenn das als Einfeldträger eingesetzt worden ist, hat man nachher in dem Bereich über dem Auflager hat man noch zusätzlich Bewehrung einlegen können und so die Durchlaufträgerwirkung eben erzielen können. Sie sehen oben rechts noch die Darstellung eben visualisiert im Prüfstand. Wir haben als erstes von einem Element, das man nachher komplett auch für Materialproben noch verwendet hat, hat man natürlich mal die Stahl, also Werkstoffkenngrößen ermittelt, sowohl von den Spanndrähten, sehr ein homogenes Bild mit den entsprechenden Festigkeitswerten, die wir da ermitteln konnten. Dann die Bettodruckfestigkeit ist inzwischen von der Rippenplatte bei einem C60-75 und über Beton C50-60. Das heißt also, wenn ich das einer Eischnürin oder einem Eischnür eben gebe, kann er eigentlich mit diesen aktualisierten Werten eigentlich nachher eine Prognose machen für diese Rippenplatte. Das werden Sie nachher auch gleich sehen, das haben wir auch gemacht. Und das sollte natürlich im besten Fall mit dem Versuch, das, was aus dem Versuch kommt, nachher übereinstimmen. Bettozugfähigkeit haben wir auch ermittelt. Da würde man auch gewisse Alterungseffekte bereits erkennen, haben wir aber nicht mehr gesehen. Wir haben hier die gemittelte Zugfestigkeit sowie das, was wir erwarten, abgeleitet von der Bettodruckfestigkeit. Jetzt eben zurück zur das, was das Eischnürbüro Schnetzer-Burskos eben gesagt hat, dass Sie vielleicht eben Bedenken haben bezüglich der Querkraft, Tragfähigkeit. Die Nutzung ist ja für diesen Rippenplatten zu Beginn jetzt eigentlich nicht gegeben. Man weiß nicht, wo die in Zukunft, wenn man jetzt das im großen Stil heraustrennt, wo dann die in Zukunft eingesetzt werden. Und das heißt, wir wollten eigentlich da untersuchen, dass wir möglichst die belasten können, wie wir möchten, dass ja kein Querkraftbruch eben eintreten wird. Wir haben das untersucht. Wir haben hier die Schubspannweite aufgetragen. Ich muss das kurz da wegnehmen. Das heißt, die Schubspannweite wäre eigentlich der Abstand von der Krafteinleitung bis zum Auflager. Die haben wir hier unten variiert. Das heißt, je näher ich natürlich mit der Krafteinleitung zum Auflager gehe, umso größer kann ich nachher ein Biegemoment entsprechend aufbringen, das haben wir da dargestellt. Das wäre hier eigentlich für zwei Laststellungen dargestellt. Also wenn ich die Kraft bei 2 Meter einleite, hätte ich diesen Querkraftverlauf plus diesen Biegemomentenverlauf. Und das Ziel wäre eigentlich, dass immer das Ganze auf Biegung nachher versagt. Und wenn wir das so darstellen, haben wir letztendlich hier ein kleines Fenster identifizieren können, wo der Querkraftwiderstand alleinig, wenn ich das mit der SJ 262 rechne, zu gering ist. Und da haben wir jetzt genau angesetzt, dass wir die Kraft eigentlich dort variiert haben. Also wir haben dort ein ganz kleines Fenster gehabt von etwa 1,80 Meter bis 2 Meter. Wir sehen das auch hier, oder, dass da eigentlich gerade noch 3 Bügel geschnitten sind, die da mittragen müssen. Und wenn jetzt da der Widerstand zu klein gewesen wäre, hätte das Ganze versagt. Wir haben
Das wäre eigentlich der eine Widerstand, den Sie da sehen. Also das wäre da die rote Zone. Und wenn ich jetzt eben die Rissverzahnung mitrechne, sind wir da eigentlich außerhalb. Also dann ist das Ganze soweit sicher. Und das wollten wir überprüfen, weil die Querkraftbewährung eben wirklich gerade minimal war. So das Ganze hätte auch früher so versagen können. Also das war das Ziel, eigentlich eine Lasteinleitung so zu produzieren, dass wir eigentlich einen Querkraftbruch erzwingen können. Natürlich haben wir gehofft, dass das nicht eintritt, aber einfach, dass wir in Zukunft ausschließen können, dass die eigentlich beliebig eingesetzt, dass da gar nichts passieren wird und dass da immer ein Biegebruch nachher, was eben auch gewünscht ist, nachher eintreten wird. Da haben Sie einen Versuchsstand. Was wir eben variiert haben, ist eigentlich da diese Schubspannweite, wo nachher die Last eingeleitet wird. Und das hat dann nachher beim dritten Versuch so ausgesehen. Sie haben im rechten Bild, im linken Bild haben Sie die Kraft eines einzelnen Zylinders aufgetragen gegenüber dem Weg. Der Weg ist dann jeweils hier gerade unterhalb der Kraft sowie in Feldmitte gemessen worden. Das sehen Sie da an diesen drei Kurvenverläufen. Dann die entsprechenden Laststufen, wie das abgefahren worden ist. Und wir konnten damit bestätigen, schauen Sie, dass Sie da haben wir eigentlich auf dem Niveau, wo wir Zuberisse erwarten, wenn der Beton reißt und eigentlich nachher die Bügeltragwirkung eben verstatten gehen muss. Dort hätten wir eigentlich, wenn wir nur diese beiden Tragwirkungen eben berücksichtigen, wäre eine Laststeigerung nicht mehr möglich gewesen. Das heißt, da hätten wir da ein Versagen gehabt. Aber wir konnten eben über die Rissverzahnung noch die Last steigern. Das sehen wir da sehr deutlich. Also das heißt, im ausgebauten Zustand ist der Träger etwas leicht nach oben gebogen. Und dann haben Sie eben da den Zustand, wie das nachher eben kurz vor dem Bruch und nach dem Bruch ausgesehen hat. Die Spannräte haben dann schlagartig versagt. Zum Glück, kann man sagen, weil wir da noch ein zusätzliches Resultat erzielen konnten. Das werde ich Ihnen nachher gleich zeigen. Jetzt aus dem Kraftverformungsdiagramm konnten wir das Momentenkrümmungsdiagramm gewinnen. Das wären da die dick ausgezogenen Linien für die drei Prüfkörper und hier jetzt für den dritten Prüfkörper dargestellt mit hellgrün ist der Erwartungsbereich. Das, was wir rechnerisch ermittelt haben, das heißt, einerseits sehen wir da natürlich wir haben da für die Spannkraftverluste in einem gewissen Bereich da angesetzt, dass die noch nicht in dem großen Stil vonstatten gegangen sind. Dann haben wir das andere, das plastische Verformungsvermögen, konnten wir auch sauber aufzeigen und natürlich auch die Traglast. Also das heißt eigentlich, das gilt für alle drei Prüfkörper, eben wenn man jetzt mit den aktualisierten Kerngrößen das an einer Eischnürin oder einem Eischnürdieb wird er genau auf diese Größen nachher kommen. Das hat natürlich auch den Vorteil, dass man eigentlich dieses Tragwerk jetzt viel besser kennt, als wenn man neu baut, oder? Und das würde uns natürlich auch wieder eine Möglichkeit geben, beispielsweise eben mit den aktualisierten Größen noch mehr aus der Tragstruktur herauszuholen. Jetzt da ein sehr schönes Resultat. Durch das, dass wir eine komplette Bruchfläche erhalten haben, wir haben natürlich die Karbonatisierung einzeln an gewissen Punkten im Tragwerk bereits ermittelt gehabt, aber das ist natürlich eigentlich nachher die Krönung gewesen. Konnten wir durch das Aufbringen von Phenolphthalein, konnten wir nachher die Karbonatisierungstiefe exakt bestimmen, und zwar überall. Das ist eigentlich fast wie abgeklebt, wenn Sie das anschauen. Also wirklich, von mir aus gesehen, wirklich ein wunderbares Resultat. Sie sehen das auch noch da im Detail, das heißt, 2 cm Betonüberdeckung haben. Wir haben diese Elemente, die ist jetzt bereits eigentlich aufgebraucht, sodass jetzt eigentlich eine zukünftige Nutzung nur noch im trockenen Zustand ist. Was Sie da noch sehen, das haben wir mit der TFP haben wir noch abgeklärt. Da haben wir ganz leichte so Rostpunkte, aber wir vermuten, dass die bereits durch das Anmachwasser eben vorhanden gewesen sind und dass das eigentlich nicht, wir haben da noch andere Stellen, dass das nicht der Rost ist, der jetzt nachträglich noch dazugekommen ist. Das ist das eine Resultat. Also
Konsequenz daraus ist, nur noch eine trockene Exposition ist möglich. Das andere ist, durch das, dass es ein Parkhaus ist, haben wir einen Chlorideintrag gehabt. Da haben wir aber Tiefenprofile gemacht, von 0 bis 10 mm, 10 bis 20, 20 bis 30 und so weiter. Und da sieht man, dass das eigentlich nachher nur in der oberen Schicht vorhanden ist, aber auch gar keine Auswirkung haben wird. Das heißt, wenn man eine trockene Exposition sowieso in Betracht ziehen muss, wird einfach das Chloriddepot vorhanden sein, aber keine weitere Auswirkung haben. Das wird einfach dort und bleiben. Das sind nochmals die Resultate zusammengetragen. Also experimentell ermittelter Biegewiderstand entspricht der Prognose. Dann haben wir eine ausreichende Quellkrafttragfähigkeit. Die ist zwar sehr schlank ausgeführt oder gerade mehr würde eigentlich nicht mehr gehen, dass man da noch sparen würde. Aber es ist so, dass wir eigentlich immer die Traglast des Biegewiderstands eben nachher erreichen können und, oder anders gesagt, dass der Biegewiderstand eben nachher das Ganze limitiert, was eigentlich das, was auch erwünscht ist. Dann Spannkraftverlust, das sind im Erwartungsbereich. Verbundfuge, was auch vielleicht kritisch sein hätte können, ist statisch auch noch inaktiv. Und eben das andere, Karbonatisierungstiefe, entspricht 2 cm, was gerade der Überdeckung entspricht, und eben das Chloriddepot. Jetzt, wo wir das bearbeitet haben und nachher den Versuchsbericht geschrieben haben, musste ich eigentlich plötzlich merken, dass die Struktur eine unglaubliche robuste Tragweise aufweist, oder? Wir haben einerseits eben die Durchlaufträgerwirkung und dann noch quer dazu die Plattenwirkung. Und wenn wir die natürlich jetzt eigentlich so mit einzelnen Elementen die herausschneiden, wird eigentlich die Robustheit gerade mal im großen Teil eigentlich zerstört. Das ist mal das eine, das ist auch ein Riesenaufwand, eigentlich diese Elemente herauszunehmen. Und wir haben dann der Stadt Basel vorgeschlagen, dass man das nochmals prüfen soll, das vielleicht stehen zu lassen. Und wir haben dazu mal das noch nicht gewusst, wie dann der effektive, wie die Gestaltung in Zukunft aussehen wird. Stadt Basel war dann etwas verdutzt, hat das aufgenommen und hat nachher eigentlich mal den Bebauungsplan da jetzt mit diesen beiden Farben dargestellt über den bestehenden Grundriss gelegt. Und das heißt, oder wenn Sie das jetzt anschauen, stehen da die Stützen eigentlich fast wie perfekt. Den Teil, der wäre jetzt natürlich nicht vorhanden. Auch die Geschosse müsste man gewisse Anpassungen machen, aber jetzt beispielsweise, wenn man da das untere Geschoss anschaut, würde dann etwas einfach größer sein. Aber es ist nicht unmöglich, oder? Also die beiden Raster liegen parallel zueinander und übereinander, so dass man das jetzt wirklich weiter verfolgt hat. Und zwar so dermaßen, dass nochmals das Ingenieurbüro Schnetzer-Puschkas mit Architekten Mideri zusammen einen Vorschlag ausgearbeitet hat, dass man eigentlich so fast wie Tetris spielt, dass man eigentlich da gewisse Teile eben nachher komplett auseinander nimmt und mit denen eigentlich da den zweiten Teil baut und aufstocken lässt die Tragstruktur jetzt in dem Fall eben zu, dass man nachher eben, wenn ich da nochmals zurückgehe, dass man da auch nochmals 3 Stockwerke aufstocken könnte, dass man da eben nachher eben die beiden Bauteile eigentlich so zusammensetzt. Da ist jetzt momentan, weil es Neuland ist, sind verschiedene Bestrebungen im Gange. Was jetzt momentan vorhanden ist, ist eine Bauteilbörse. Dort finden Sie, Sie haben hier den Link, erstens zum Versuchsbericht von unserer Seite und nachher eigentlich dargestellt, eigentlich so fast wie in einem Einkaufszentrum, wo Sie sich die Platten eben da bestellen können. Das ist von Ribmobilien Basel-Stadt so zusammengestellt worden. Und es ist jetzt auch eigentlich, wird angeraten, dass man das in Wettbewerben eben weiterhin eben auch noch einsetzen könnte.
Wohin das die Reise geht, das ist noch unklar, weil eben auch das Schneiden und nachher das Auseinandernehmen ist nicht ganz ohne. Von dem her wäre es eigentlich das Beste, man würde einen Teil stehen lassen, dass man den städtebaulichen Entwurf nochmals rückgängig machen könnte. Ist hier wahrscheinlich, also ist mit großer Wahrscheinlichkeit eher nicht möglich. Aber ist sicher ein schönes Beispiel eben, was da möglich ist. Dann möchte ich Sie noch darauf aufmerksam machen, eben auf das Baulabor. Wir haben inzwischen, sind wir 4 Jahre, 4,5 Jahre jetzt seit Bezug, komplett im Aufbau dann fertig. Und wir haben im Bereich konstruktiver Hausschnürbau, Geotechnik und Wasserbau inzwischen über 1000 Versuche durchgeführt, das sind Materialproben, aber eben auch Großversuche, eben beispielsweise wie diese Rippenplatten oder da Träger aus einer Straßenbrücke oder hier Holzbetonverbundträger. Gut, somit wäre ich fertig und würde das Wort zurückgeben an Herrn Suppiger. Herzlichen Dank, Simon Zweidler, für die Ausführung. Sehr spannendes Projekt. Jetzt haben Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Möglichkeit, Fragen zu stellen.